Hallo und willkommen zu meinem nächsten Vlog, Umbau meines Büros. Ja, ist schon die halbe Woche rum und möchte einfach mal ein bisschen zeigen, was bisher geschafft worden ist. Ihr seht mich jetzt schon in meinem neuen Raum. Es halt auch so ein bisschen vielleicht noch, das ist, weil es ist ziemlich leer hier. Ich habe momentan schon meinen Rechner hier aufgebaut und aber ihr werdet gleich sehen, was und wie und warum und bla bla bla. Gut! Ich denke mal, ich fange einfach mal mit dem ersten Video an. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wenn ich das so mache. Genau. Hier seht ihr gerade mein Altzimmer noch. Das ist egal, war rechts am Bildrand. Da haben wir schon ein ganzes Regal leergeräumt gehabt. Und einige, da sind noch ein paar. Also ich meine, mein Büro sah vorher wirklich aus wie eine Ruine, will ich nicht sagen, aber es war schon sehr, sehr voll mit vielen Klamotten, man sieht es ja auch so. Ich habe auch richtig, richtig viel weggeworfen. Also es ist Wahnsinn. Es kommen nachher noch ein paar Videos, wo es dann angezeigt wird, was alles ja, in einem Raum so angesammelt oder angesammelt wird. Ja, da haben wir ganz ein bisschen so voll gehabt. Ja, sieht schon sehr, sehr wild aus. Ne? Und die Regale. So ist das nun mal. Kann man nicht ändern, ja? Gut, dann gehen wir einfach mal zum nächsten Video hinüber. Und zwar war da schon alles weg. Alle Wände. Man sieht da Rauch. Ich habe vorher Rauch gehabt. Und man sieht auch, wie lange das Zimmer schon nicht mehr ja, frisch gemacht worden ist. So ein paar Sachen stehen da noch, was auf dem Boden ist. Es kommt gleich eine geile Szene. Ich weiß nicht, ob euch das Video gut zu sehen ist. Und zwar gleich die weiße Wand. Da noch nicht, da noch nicht. Jetzt, da an der linken Seite, seht ihr die Kurven da? Wo die Jessica Alba gegangen hat. Ist mir sofort aufgefallen. Mega, mega geil. Und ja, das dazu. Jetzt kommt ein Video, wo ich am Drehen bin. Dann werde ich mich mal jetzt kurz aufschalten und ihr werdet es hören. Bis gleich, Leute. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Heute geht es dann ans Streichen. Ich muss jetzt noch den letzten Rest hier aus dem Raum rausräumen. Man hört es auch schon vom Ton her. Es ist ziemlich hell, höre ich schon. Also so ein paar Sachen habe ich hier noch drin stehen. Wenn ich hier so drehe, hier mein Rechner steht hier auf dem Sofa, aber alles andere ist schon weit weg. Und hier, da ist der Schreibtisch, da ist auch noch ein bisschen da. Aber sonst, das geht recht fix. Recht fix. Und ja, und dann wird das gestrichen hier. Ich hoffe, dass die Farbe, die ich mir ausgesucht habe, gut passt. Ich habe auch einen neuen Schreibtisch bestellt. Der kommt Mitte Februar, Ende Februar. Und der Greenscreen, also ich mache jetzt nicht so, wie ich gedacht habe, dass ich einfach grün mache, sondern es wird alles in einheitliche Farbe geben. Ich will einen neuen Boden einmachen. Werde mir dann aber einen Greenscreen besorgen. Und weil die Kosten wirklich jetzt nicht mehr so, dass das meiste. Habe ich mal geguckt und schlau gemacht. Und von daher. Ja, also ich habe quasi den kompletten Plan, den ich eigentlich schon im Kopf hatte, über den Haufen geworfen und alles wieder neu gemacht. Umgebaut, also ich baue anders auf, wie ich eigentlich geplant hatte. Und ja, schauen wir mal, wie es am Ende aussieht. Ob ich mit meinen Ergebnissen nachher zufrieden bin, weiß ich auch noch nicht. Aber ich denke mal, ich bin ganz positiv davon überzeugt, dass das eigentlich was wird. Ihr seht vielleicht im Hintergrund so ein paar Löcher in der Wand, auch ein paar mehr. Ich kann ein bisschen näher hier rangehen, so. Da zum Beispiel. Also die muss ich alle noch zumachen. Das wird auch noch heute gemacht. Und ich hoffe, dass ich heute Abend schon mal schreien kann, dass es morgen früh trocken ist, dass ich morgen früh den Boden machen kann und am Donnerstag wieder ja, quasi einziehen kann schon mal. Also erstmal mit dem alten Schreibtisch noch. Der wird dann ungefähr noch 14 Tage, 3 Wochen da bleiben, bis dann der neue kommt. Und dann ist alles komplett fertig. Schau ich mal. Gut, das soll ja wieder für das erste gewesen sein. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Ja, da bin ich euch wieder da. Jetzt kommt mir so ein kleines Video rein, wo ich ein bisschen in Action bin. Und ich wollte mal ganz kurz zwischenmelden noch, weil das hat meine Frau aufgenommen. Und ist ein recht kurzes, aber ich denke mal recht witziges. Und mal schauen, was ihr davon haltet. Ich halte mal jetzt wieder rum und gehe mal in das Video rein. Bis gleich. Ja, fang an. Schau auf, jemand. Ja, moin! Leute, ihr seht, Schwärme am Ofen hier, Löcker zumachen,
Muss alles sein. Ich halte mich auf Laufenden, wie es hier weitergeht. Euer Nobiko, macht's gut. Ich sehe euch schon lachen. So. Jetzt haben wir gerade eine Szene, wo ich meinen Rechner zwischenzeitlich aufgebaut habe. Und zwar war das in unserem Wohnzimmer. Und jetzt seht ihr am Rand, das alles, was in dem Raum war. Ich gehe mal kurz in den Flur hinein. Und wie gesagt, unsere Wohnung war in allen Räumen übersät mit ihren Klamotten. Ja, da habe ich den Vlies am Boden. Ich weiß gar nicht, wofür ich den Vlies gebraucht habe, aber ich habe eh einen anderen Boden gemacht. Und das war der Morgen nach dem ersten Anstrich. Das war, müsste jetzt am Dienstagmorgen gewesen sein, glaube ich. Ja, am Dienstagmorgen. Wir haben, also das war der erste Anstrich, aber am Montagabend schon gemacht. Und am Dienstagmorgen sieht man jetzt auch gleich an dieser Szene jetzt hier oben da links die frische Farbe drauf. Da war ich auch am Streichen dran und habe mir eben gesagt, oh, mittendrin mal schnell ein Video machen. Und ja, das ist so quasi das die farbliche, die jetzt auch hier drin ist. Also leichtes Grün. Und ich finde die Farbe mega geil. Weiß anderen wird es nicht gefallen, aber naja, mir gefällt sie und das ist die Hauptsache. So, und jetzt müssen wir noch ein letztes Video, das habe ich heute Abend aufgenommen. Also das ist der aktuelle Stand, der jetzt hier bei mir im Büro gerade so ist. Ja, rechter Arbeitsbereich, das war also der rechte Rechner war der von meiner Frau und die anderen beiden Monitore, die man gerade gesehen hat, die werden auch gerne weiter gezeigt, ist mein Arbeitsbereich. Das ist mein Sessel, der wird auch nicht wegkommen, dann brauche ich mal für LTS fahren, gemütliches Fahren, sondern das ist momentan mein Bereich hier. Ja, das sollte es schon quasi fast gewesen sein von der... Oh, meine neue Lampe. Oh ja, ganz wichtig, meine neue Lampe, die an der Decke gekommen ist. Das sieht ja aber auch richtig nice aus. Habe ich echt recht günstig geschossen. Gut, das war es natürlich noch nicht. Gar keine Frage. Ich habe natürlich noch... Ne, ein Video habe ich nicht mehr, glaube ich. Ne, Video habe ich nicht mehr. Aber... Ich habe natürlich noch ein paar Bilder zwischendurch gemacht. Vom ganzen Stress und Einkaufen und. Es sind nicht viele, es sind dann nur 4 Stück. Ich habe das easy total verpennt, aber ich denke mal im nächsten Rest-Video werde ich noch ein paar Bilder mehr machen. So, hier, was jetzt kommt, da war ich in Action unterwegs und schnell. Oh Gott, wenn ich mich selber sehe, ich könnte mich beömmeln. Naja, egal, auf jeden Fall ist das halt so, ne? Da war ich, ich weiß nicht, wo ich gerade gewesen bin. Ich glaube, wir haben noch ein Lebensmittel schnell gekauft, weil wir noch abends was zu essen machen wollten und dann eben schnell zack unterwegs. Und es gibt natürlich auch so Phasen, wo man ein bisschen müde ist und sich mal ausruhen muss. Das habe ich natürlich dann in einem Möbelgeschäft gemacht. Ja. Ich habe mir ein neues, neue Garnitur bestellt, also einen neuen Schreibtisch. Und wie gesagt, der alte Schreibtisch kommt weg. Wenn ihr gerade noch gesehen habt, den kriege ich aber erst Mitte Februar, Ende Februar erst, leider. Und auch andere Wände, die Regale, die sind auch noch dran. Das wird alles so dokumentiert und das muss ich auch verkaufen. Also es gibt noch mehr Bilder auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch ein lustiges Bild. Ja, Mann in Action beim Putzen. Ah, ne, erst kommt die Lampe. Oh, erst kommt eine Lampe nochmal, die ich eben gezeigt habe hier. Ja, habe ich es nochmal schön fotografiert. Also ich finde die einfach total geil aus mit diesen, ich sag mal, Bullenaugenlampen ungefähr. Ne? Also mir gefällt die richtig, richtig gut. Gut, aber jetzt kommt eben das Bild, was ich meinte. Ein Mann im Putzrausch. Ich finde das einfach nur geil, deswegen, ich muss das einfach mit reinmachen. Das habe ich heute Abend mal gemacht, schön meinen Raum ausgesucht. Man sieht jetzt auch die schöne Farbe. Also, wie gesagt, ich finde die Farbe richtig geil, auch hier bei mir im Hintergrund. Vor allem das Fenster ist jetzt rechts, sonst war es ja links, oder mehr mittig und mehr. Das wird aber auch nicht so bleiben, weil der andere Schreibtisch, den ich kriege, noch anders gebaut wird. Später werdet ihr die Tür sehen, auch meine Balkontür, oder gar keinen von den beiden Sachen. Ich will mal gucken. Gut, das war's auch quasi schon von meinem ersten Vlog. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und da muss ich rüber, genau. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst ein paar Daumen da und ein paar Kommentare. Vielleicht auch ein paar ja, Kommentare, klar. Ja, ich habe noch ein. Ja, wie soll ich sagen, ein Fanwunsch offen, den ich natürlich hier erfüllen möchte. Ja, also einmal zwinkern. Aber ich habe versprochen, ich mache es zweimal. Also im linken Auge nochmal. Ich hoffe, damit ist genügend getan. Wenn natürlich einer ein Küsschen haben möchte, kommt drauf an, wer. Dann mache ich auch noch ein Küsschen irgendwann nochmal, aber mehr auch nicht. Also wollen wir nicht übertreiben. Alles klar, Leute. Ich sag mal vielen, vielen Dank und euer Nobiko. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.